Willkommen zurück, Crash Bandicoot Freunde, hier bei Crash Team Racing Nitro Fueled. Wir sind ja hier im, ich glaube, Gletscherpark heißt dieses Gebiet. Und im letzten Part hatten wir, ja, in den Drachenminen doch so einige Probleme. Ich habe da sehr lange gebraucht, um, ja, das normale Trophäenrennen zu schaffen. Das war dann doch ein bisschen gruselig, denn das ist wahrscheinlich auch die Strecke des Bosses. Also, da müssen wir mal gucken, ob das überhaupt irgendwas werden kann. Ich habe da so meine Befürchtungen. Jetzt kommt der Polarpass und das ist dann sicher doch das Level von Polar. Und wohl auch eine Eisstrecke. Na, gucken wir mal. Ja, das sieht mir doch sehr nach der Strecke von Polar aus. Also, oh, und da ist das Haus. Das ist ja cool. Da oben ist ein riesiger Eisbär auf dem Ziel. Ich hoffe, er bleibt da oben. So, dann gucken wir mal, dass wir hier einigermaßen erfolgreich sind. Ja, so viel dazu. Ein paar Früchte nehme ich mit. Da war eine Robbe. So ein Mist. Ich glaube, hier im Abenteuermodus, da ich den ja klassisch spiele, steigt die Schwierigkeit auch tatsächlich. Also die Computergegner werden besser, umso weiter ich nach vorne komme. Also im Storyverlauf eben. Deswegen, ja, wird es wohl noch einigermaßen gehen jetzt gerade, aber es wird noch schlimmer. Und da habe ich schon ein bisschen Angst vor. Oh, na klar. Oh. Ja, also die Rakete wollte mich dann wohl nicht kriegen. Ich habe aber gerade Itemboxen übersprungen, das war vielleicht nicht so schlau. Jetzt wurde ich zwar getroffen, aber ich habe immer noch alle Wumperfrüchte, da ich ja noch welche gesammelt habe, während ich getroffen wurde. Aber ich bin nur Dritter. Wie kann das sein? Was soll das? Boah. Aber auch Kurven hier. Man merkt halt, dass das so Strecken sind aus einem alten Spiel, so 1999. Denn die sind ja doch irgendwie immer ein bisschen schwieriger gewesen, als heutzutage die Spiele sind. Oder was heißt immer, aber oh Gott, bin ich dumm. Aber jetzt sehen wir auch mal den Effekt des roten Chemieglases. Man wird nicht nur getroffen, man kriegt auch so eine Donnerwolke, die einem, ja, etwas länger das Tempo nimmt. Und im ersten Part habe ich die Bomben mit grünen Panzern verglichen. Das würde ich jetzt nicht mehr sagen, denn die funktionieren ja doch ein bisschen anders. Man wirft die zwar nach vorne, aber einmal rollen die halt sehr komisch. Und zum anderen prallen die ja von Wänden nicht ab, die explodieren da und dann war es das. Also grüne Panzer funktionieren doch etwas anders in Mario Kart als hier die Bomben. Bowlingbomben heißen sie ja eigentlich. Also, mich stört ein bisschen, dass ich alle Wumperfrüchte habe und trotzdem zwei vor mir sind. Jetzt habe ich kein Item bekommen. Dingo da, geh nach hinten. Und du auch, Cortex, was soll das denn? Oh, ich habe ein Schutzschild. Aber ich treffe ihn nicht. Versuche jetzt hier drüber. Ja. Und das war mein Fehler. Okay, ist auch eine lange Strecke, oder? Schade, dass das jetzt nicht geklappt hat. Vielleicht wird es ja jetzt besser.
gerade so das Trophäenrennen, da habe ich eigentlich den Anspruch, das auch im ersten Versuch schaffen zu können. CTR und Zeitrelikte da nicht, weil das doch nochmal deutlich schwieriger ist. Aber das Reliktrennen, das würde ich doch ganz gerne immer auch im ersten Versuch schaffen. Nicht immer, aber halt... Ja, manchmal wäre schon ganz schön. Ja, klar. Pura, was soll das denn? Ach, Pura, wir waren doch so ein gutes Team, N. Oh, Mann. Die haben wohl alle Probleme damit. Aber ich wollte sagen, Pura und Coco waren doch so ein gutes Team in Crash Bandicoot 3. Auch mit sehr viel Geschwindigkeit unterwegs. Aber jetzt will Pura wohl alles hier alleine machen. Ist auch ganz vorne auf dem ersten Platz. Naja, kriegen wir schon noch. Huch. So, zweite Runde fängt jetzt an. Ja, und die Runden dauern hier tatsächlich eine Minute ungefähr, ein bisschen länger. Das ist doch ungewöhnlich lange. Ha, getroffen. Aber Dingo da ist jetzt direkt hinter mir und bestraft mich. Ja, das war jetzt alles nicht so erfolgreich. Und ich wurde auch noch von der roten Flasche getroffen. Wie kann das denn sein? Wurde die auf mich geworfen? Ich hab das gar nicht mitbekommen. Wo bin ich reingefahren? Oh, keine Ahnung. Was hat mich überhaupt als erstes getroffen? Das ist auf jeden Fall ärgerlich, weil ich vorher noch ein grünes Schild hatte und das habe ich dann abgeworfen und genau in dem Moment habe ich irgendwas getroffen. Ah. Ja, okay. Ich denke, dazu muss ich jetzt nichts sagen. Das war wohl mein eigenes Verschulden. Da darf ich nicht springen, sonst kriege ich kein Item. Es ist wirklich schwer, den Hindernissen auf der Strecke auszuweichen. Egal, ob es rollende Felsen oder Fässer sind oder jetzt diese Seerobben, die Hunde, was auch immer, was da halt herrobbt. Das ist echt nicht einfach. Habe ich gerade meine Rakete nach hinten geworfen? Geht das? Aber ich bin jetzt schlechter als gerade noch. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ich kann Crash und so immer weghauen, aber die vorderen drei Plätze sind echt umkämpft. Auch wenn ich jetzt Zweiter bin und Dingodal nicht so weit weg ist, ich werde ihn nicht einholen können, glaube ich. Ah, hiermit vielleicht. Soll ich hier nicht springen? Okay, das war knapp. Er war nur eine halbe Sekunde hinter uns. Und weil ich gerade nicht mit dem Server verbunden bin, kriege ich keine Bumpermünzen. Die kriegt man tatsächlich nur, wenn man auch mit dem Internet verbunden ist. Ja, aber irgendwie habe ich da gerade Probleme. Ich weiß gar nicht warum. Alles andere ist online, nur die PlayStation 4 möchte gerade nicht. Naja, soll halt so sein, ist mir egal. Und da ist unsere Trophäe. Ja, Dingodal Pura, das war wohl nichts mit euch beiden. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst deine Trophäe. So, jetzt kommt noch hier das vierte Rennen auf diesem Gebiet. Team Cortex Rot bekommen, okay. Dafür müssen wir, ich glaube, hier rein. Ja. Das ist die kleine Arena. Mhm. Was darf ich unter einer kleinen Arena verstehen? Klingt ja eher wie eine, ja, wie eine Kampfmap, also eine Kampfarena, wo man eigentlich die Kristallherausforderungen macht, aber das hier ist ja ein Trophäenrennen. Schauen wir mal.
Okay. Eine Taiga. Sieht man hier, das ist sein... Ja, man sieht ihn. Das ist seine Strecke. Alles klar. Ich muss auch wieder mehr driften. Oh Gott, Matsche. Boah, Pura ist auch schon wieder sehr gut. So, ursprünglich auch gedacht, dass ich vielleicht Polar nehme oder Pura, weil ich die beide sehr cool finde. Aber ich dachte mir, so ein kleiner Fahrer hat wahrscheinlich eher Nachteile. Hat nicht so eine hohe Geschwindigkeit. Und ja, da habe ich drauf verzichtet, aber weiß nicht. Vielleicht wäre es trotzdem eine gute Idee gewesen. Ich denke, man kann mit allen ganz gut fahren. Wir werden ja auch noch andere fahren, nur halt im Abenteuermodus, nicht weil ich den Klasse spiele und nicht im Nitro-Fuel-Modus, wo man dann auch den Charakter tatsächlich immer wechseln kann. Ob das die richtige Entscheidung war, weiß ich auch nicht. Bin immer noch in der ersten Runde? Wow, die Strecken werden ja richtig lang. Oh, wie das war über das Item gesprungen. So, erste Runde geschafft. Boah, ist aber echt lang hier. Jetzt bin ich unter das Item durchgefahren. Unter dem Item durchgefahren. Naja. Wenn ich nicht fahren kann, brauche ich auch nicht sprechen können. Runter von der Überholspur. Oh ja, das ist gut. So, Wumpa-Früchte voll, das ist auch gut. Aber Pura, wie schnell bist du bitte? Ja, Bomben bringen nicht so viel. Damit kann ich nicht umgehen. Okay, ich glaube, ich habe jemanden hinter mir getroffen. Ah, ich werde auch dafür bestraft. Springe ich einfach jetzt mal drüber. Was soll das denn? Naja, letzte Runde. Problem ist, wenn die Items hier so ja, schwer zu bekommen sind, habe ich ein Problem, denn ohne Item Erster zu werden, das geht glaube ich nicht. Okay, Pura ist nicht mehr so weit weg. Wir haben auch noch ungefähr die Hälfte der Strecke vor uns. Oh, jetzt habe ich schon wieder kein Item bekommen. Und Pura fliegt vielleicht in die Luft? Ja, super. Das Polar hinter uns. Ja, Nitro, Was ich ja immer noch nicht weiß, ist, ob ich mit Nitro auch was abwehren kann. Ich vermute tatsächlich ja. Aber ich weiß es nicht. Gut. Aber seht ihr, Pura war 10 Millisekunden hinter uns. Das habe ich nicht mehr gewusst. Oh, da kam die nochmal richtig an.
Also es wird auf jeden Fall schwieriger, das kann ich schon feststellen. Vielleicht bin ich auch schlechter geworden, aber das Gefühl habe ich nicht. Ich habe eigentlich das Gefühl, ich bin besser geworden und trotzdem läuft es jetzt schlechter als vorher. Gut, die Trophäe haben wir. Wir haben sie auch jetzt im ersten Versuch geschafft. Sollte man jetzt auch nicht zu viel meckern, sondern froh sein. Und das ausbauen. Aber ja. Diesen Strecken besiegt. Tja, nun wirst du sehen, warum sie mich am meisten fürchten. Ich werde gegen Oxheim fahren, nachdem ich dich plattgewalzt habe. Starten wir. Ja, das wird in den Drachenminen sein. Team Cortex Card, okay. Leute, was jetzt passieren wird? Das wird unmenschlich, ich sage es euch. Ich habe in den Drachenminen versagt. Wirklich versagt. Ich dachte, nein, das ist mein Ende. Und anscheinend, laut diesem Tipp, wird er wohl Bowlingbomben haben. Ja, das wird doch ein Spaß. Nein, ich werde hier mein Ende finden. Und wahrscheinlich gehe ich an dieser Aufgabe jetzt gleich auch psychisch zugrunde. Ja, Drachenminen, oh nein, Komodo Joes Herausforderung. Ja, yeah. Es war schön mit euch, es war schön auf dieser Welt, aber das schaffe ich nicht. Niemals. Ey, auf dieser Strecke. Ich habe so Angst vor dieser Strecke. Okay, er wirft hier einen Tee. Und hat er gerade mein Ding tatsächlich abgewehrt? Was ich hier brauche, ist ständigen Akku. Jetzt habe ich ihn getroffen und ich habe Wumperbrüche bekommen. Okay. Ja, TNT, geben du ekelhafte Schlange. Alles klar, er fährt einfach an mir vorbei. Nicht so. Ich werde kämpfen. Ah, ich habe ihn in die Luft gesprengt. Mit meinem TNT, also auch für mich ist das eine gute Waffe. Dann habe ich ihm noch ein Glas dahingelegt. Und da habe ich ihm schon wieder TNT aufs Gesicht gelegt. Und er kriegt es auch nicht abgewehrt. Hey, es läuft ja gar nicht so schlecht. Gucken wir jetzt trotzdem die Wumperfrüchte. Und ich habe ein Schutzschild, ein ewiges Schutzschild. Das hält unendlich, bis ich es abwerfe. Oder bis er gegenfährt. So wie jetzt. Aber ist ja auch gut. Gibt's doch jetzt nicht. Genau so macht man das. Okay. Ja. Ich kann es mir nicht erklären. Aber das war einfacher als das normale Rennen hier. In der Drachenmine. Geh doch weg von mir. Du bist doch schneller als erwartet. Überrascht hast du mich. Was macht er? Hier ist ein Schlüssel für den Sieg. Doch du bist noch nicht schnell genug zum Fahren gegen Oxide. Wir werden unseren Planeten verlieren. Und das ist alles deine Schuld. Ja, klar. Du hast verloren, meine Schuld. Alles klar. Oh Mann, ich dachte, ich werd hier zugrunde gehen. Was ist das denn? Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Nein, ich bin zufrieden. Ich bin total happy. Denn ich hatte da echt Angst vor.
Okay. Die drei Schlüssel öffnen das nächste Tor. In eine was für Welt? Was für eine Welt? Naja. Werden wir noch sehen. Und Komodo Joe kann jetzt auch gefahren werden. Dazu die senffarbene Lackierung. Also mein Senf ist nicht so. Sticker von ihm. Oh, das sieht aber irgendwie niedlich aus. Jo, aber ich würde sagen, bevor wir dahin gehen, machen wir CTR und Zeitrelikte. Wer ist hier im Polarpass? Polarpass? Ach. Ja, das Relikt rennt zuerst. Das ist mir irgendwie lieber. Der arme eingefrorene Eisbär. Das fängt ja schon gut an hier mit der Kiste. Okay, ich habe sie bekommen. Das muss man echt drauf haben, das Bremsen. Bisher, glaube ich, sind alle Kisten ganz gut machbar. Müssen wir mal gucken, dass wir das schaffen. Boah. Also auch die Sprungkisten, die mir sonst immer so Probleme bereiten. Ah. Ja. Vielleicht auch nicht. Bei mir insgesamt 3 Minuten Zeit, das ist schon ziemlich viel. Also ist ja auch eine lange Strecke. Ob ich das überhaupt noch schaffen kann nach den beiden Fehlern. Wow, und da überspringt man tatsächlich einfach die Kisten. Das ist ein Problem. Muss ich mal gucken. Und noch sind wir gut in der Zeit. Den Turbo nicht bekommen, das war vielleicht auch nicht so gut. Ich habe nur ein bisschen Angst davor, der einen Wand. Denn solange ich nicht... Oh, verdammt. Ah. Ja, das würde ich schon gerne fast wieder neu starten. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass wir es schaffen können. Weil man hier so viel Zeit hat und die eigentlich gar nicht braucht. Nee. Ich glaube, im Grunde sollte ich es auch nicht mehr versuchen, da hoch zu sprengen. Aber... Und Kisten, Leute. Wie schafft man sowas? Hier darf ich, glaube ich, nicht springen. Nee, aber hier... Ja. Ja, ein paar Kisten gibt es noch. Und ich brauchte für diese Strecke 1:12 oder so in einer normalen Runde. Das sollte ich noch schaffen können. Ich habe es herausgefunden, wie ich es mache. Und jetzt kann ich es nicht ausprobieren, weil ich hier gegengefahren bin. Super. Dumme Seerobbe. Ja, aber ich habe gerade herausgefunden, wenn ich beide Sprungtasten drücke, springe ich höher.
Jetzt kriegt das auch nicht. Oh, noch 20 Sekunden. Müsste ich jetzt auch eigentlich den Turbo hier überspringen können. Und dann komme ich nicht drüber. Habe ich es mir jetzt versaut, tatsächlich? Oder schaffe ich es noch? Wow. Ja, das war jetzt ärgerlich. Das wäre ärgerlich geworden, denn das waren jetzt nur noch ganz, ganz wenige Millisekunden. Ich mache das aber nochmal, diese Strecke. Einfach nur, weil ich das jetzt ausprobieren möchte, ob ich da tatsächlich hochkomme an die Kisten. Wenn es klappt, schneide ich den Versuch rein. Ansonsten endet der Part hier. Wir holen uns jetzt das Relikt ab. Und dann machen wir im nächsten Part weiter mit CTR und Zeitrelikten. Ja, und dann irgendwann geht's ins vierte Gebiet schon. Also, es geht doch recht schnell voran hier. Also, wenn ich jetzt ein Goldrelikt oder so kriege, dann schneide ich's rein. Du hast ein Relikt. Danke. Also Leute, das schaffe ich beim besten Willen nicht. Das ist wirklich, wirklich schwer. Ich bin nicht mal nah an Gold rangekommen. Da brauche ich 2 Minuten 33 und nein, schaffe ich nicht. Keine Ahnung, wie das möglich sein soll. Ich schaffe es ja nicht mal, diese doofen Kisten oben zu bekommen. Die kriege ich nur ganz, ganz schwer. Da muss alles verstimmen. Unglaublich. Na gut, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute.